Wir sind da. Wir spielen jetzt die Quest Eine Geiselnahme. Hilfe! Meine Söhne! Sie sind in Gefahr! Das klingt nach einem Heldenruf. Und hier ist er schon. Alexius, der mit einem Minotauruskopf um die Kante hier geht. Aber ich habe bisher noch keinen besseren Helm gefunden. Ich weiß nicht, wo die geilen Helme sind. Den Göttern sei Dank, ein Söldner! Was ist los? Mein Mann wurde ermordet und meine zwei Söhne entführt. Banditen haben unseren Hof im Wald der Tränen übernommen und ich fürchte, sie machen sie zu Sklaven. Banditen ziehen wohl eher durch die Lande. Die besitzen keine Bauernhöfe oder gar Sklaven. Ja, das stimmt. Der Hof hat nicht immer uns gehört. Wir haben die Banditen bezahlt, konnten uns jedoch das Schutzgeld nicht mehr leisten. Du hattest keine Wahl. Du hast bestimmt keine Wahl gehabt. Doch du machst dir zu Recht Sorgen um deine Söhne. Der Banditenanführer. Er meinte, meine Familie würde als Warnung für andere dienen. Bist du sicher, dass du mir nichts verschwiegen hast? Ja. Verzeih mir, dass ich nicht gleich die Wahrheit sagte. Ich finde einen Weg, dich zu bezahlen, wenn du meine Söhne zurückbringst. Ich mache das eigentlich gratis, aber Alexius ist so geldgeil hier. Ich helfe dir, aber du solltest dir in Zukunft überlegen, Geschäfte mit Banditen zu machen. Athena sei gepriesen, das werde ich. Vielen Dank. Also, stellen wir jetzt mal die Fragen. Wo ist dein Hof? Wo befindet sich dein Bauernhof? Der Mastixhof liegt im Süden der Stadt, im Wald der Tränen. Wo sind deine Söhne? Wo könnten die Banditen deine Söhne verschleppt haben? Als die Banditen mich gehen ließen, um ihre Drachmen zu holen, waren meine Söhne auf unserem Hof eingesperrt. Einer war im Haus, der andere draußen, im Schuppen. Was schuldest du den Banditen? Diese Banditen, welche Verabredung hast du mit ihnen getroffen? Im Tausch für einen Teil der Einkünfte besorgten sie uns einen Hof, auf dem wir arbeiten können. Wir fanden jedoch heraus, dass der Hof keineswegs verlassen war und die Banditen den Vorbesitzer ermordet hatten. Wie viele Banditen sind es insgesamt? Diese Banditen, wie viele sind es genau? Es ging alles so schnell, doch ich schätze, es waren 10. Och, kein Problem. Ich muss los. Ich werde sehen, was ich auf deinem Hof tun kann. Beeile dich, kümmere dich um die Banditen und rette meine Jungs, bevor es zu spät ist. Weil, Express kostet natürlich mehr, ne? Begib dich zum Mastix Bauernhof. Und wie sie ja schon sagte, er ist im Wald der Tränen und da waren wir bisher noch nie. Also es wird jetzt wirklich Premiere werden und wir müssen also hier hin, es wurde ja schon richtig markiert und das heißt, wir gehen vorher nochmal zum Aussichtspunkt. Das steht schon mal fest. Hierher jetzt schnell zu reisen macht keinen Sinn, da laufe ich lieber. Ja, und dann hole ich mir hier den Aussichtspunkt und dann gehen wir hier zum Bauernhof und machen die Leute fertig. Natürlich, der Aussichtspunkt ist natürlich clever von mir. Der Hof liegt südlich von Chios, im Wald der Tränen. Richtig. Ist natürlich clever jetzt von mir erstmal zu holen, weil ich natürlich später dahin möchte wieder und ich den ganzen Weg wieder nochmal hinlaufen will. Nein, das machen wir am besten nur einmal und dann geht das in Gang. Hätten wir schon den Punkt geholt, hätte man nämlich dahinter schon schnell reißen können, aber so weit war ich jetzt noch nicht. Ich habe mich jetzt zuerst oben von Chios konzentriert, weil das wir ja auch richtig erfolgreich abgeschlossen haben. Jetzt geht's langsam, oder jetzt sind wir in der Mitte derzeit. Ja, und dann den unteren Abteil von Chios und dann sind wir durch. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu Medusa langsam. Ich hab echt Schiss. Ich habe wirklich Schiss. Wegen der Medusa, wegen der Schlangenhaarige. Sie wird ja hier nur Schlangenhaarige genannt, also falls ihr das hört wieder. Ja, es ist die Medusa. Man mag es kaum glauben, aber ja, sie hat Schlangen auf dem Kopf. Und wenn man diese anguckt, wird man versteinert. Und ich frage mich jetzt natürlich, ob das jetzt bei Alexius dann auch so ist. Das wäre dann natürlich krass, da müssten wir nämlich ein bisschen aufpassen, dass wir nicht auch versteinert werden. Ich bin gespannt, wie dann der Kampf sein wird. Vielleicht ist er ja auch leicht und ich habe mich die ganze Zeit umsonst Sorgen gemacht. Aber ich vermute, dass eher im Gegenteil. Gut, genug von der Medusa geredet. Jetzt gehen wir natürlich die 100 Meter noch bis zum Aussichtspunkt. Das sind die Klippen von Chios, die haben wir jetzt auch entdeckt.
Es gibt immer wieder Erfahrungspunkte, wenn man Gebiete entdeckt. Das ist auch schön. So steigt man ein bisschen, nur wenn man guckt. Also ich hatte ja schon sogar mal einen Levelaufstieg, bloß weil ich in ein Gebiet reingerannt bin. So, habt ihr die Aussicht genossen? Ich hoffe doch, denn wir gehen jetzt nach unten. Und gehen weiter nach unten. Das müsste der Hof sein. Okay, also irgendein Hof wurde gefunden und hier steht, öffne die Karte, um dein Ziel zu finden. Das ist ja ein bisschen merkwürdig. Ja, ich denke mal, der Hof, ja. Ne? Den brauche ich ja jetzt gar nicht mehr finden. Oder ist hier irgendwas Besonderes noch drin? Der Mastixhof liegt im Süden von Chios, im Wald der Tränen. Den haben wir gefunden. Einer der Söhne wird im Ostteil des Bauernhofs festgehalten. Wahrscheinlich hier so irgendwo. Einer der Söhne wird im Westteil des Bauernhofs festgehalten. Also irgendwo hier. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach mal rein. Machen alle kalt. Diese Mastixbäume weinen. Die Tränen von Chios nennt man das. Okay. Das ist eine so eine gebildete Scheiße hier. wieso sind hier keine Leute? Ach, da hinten. Seht ihr das? Da hinten kommen dann die Schwerverbrecher. Wir gehen erstmal zum Silo. Wir sollen ja da irgendwas mit dem Silo veranstalten. Jetzt sagt Icarus, ich habe doch was gefunden. Das ist da hinten. Wahrscheinlich ein Sohn. Ein Sohn, zwei Sohn, drei Sohn. Einer der Söhne sollte hier irgendwo stecken. Ich glaube, das war ja so, dass man die Silos anfackeln musste. Okay. Jetzt bin ich doch ein bisschen verdutzt. Oder war das bloß hier, oder? Hä? Ach, jetzt. Jetzt brennt das Silo. Ja, die muss man... Oh Gott. Oh. Die muss man ja natürlich zerstören. Und das geht eigentlich nur mit so einem Feuerpfeil oder sowas in der Art. Ja, und dann geht's los. Oh, da kommt jemand. Der hat mich von so weitem entdeckt. Krass. Okay. Wenn du meinst. Oh, er hat... er ist natürlich auch Pfeil im Bogen. Aber ich bin der bessere Pfeil- und Bogenmensch. Wahrscheinlich. Ich habe zumindest den eher erlegt. So, und wir gucken natürlich ein bisschen noch nebenbei weiter an den Silos. Und hier soll es auch Schätze geben. Ach, komisch, dass ich nur so wenig Silos sehe gerade. Dreier. Wo ist die vierte? Wo ist der fünfte? Okay, er scheint doch größer zu sein. Also wir gehen einfach mal jetzt zu diesem Silo da hinten. Oder? Ja, machen wir jetzt mal. Von Silo zu Silo schleichen wir. Und da oben ist auf jeden Fall schon mal der erste Sohn, der gerettet werden muss. Und hier sagt Icarus, da ist noch was. Da musst du hingucken. Ach ja, hier oben sind auch noch Silos und da ist das nächste Ding. Aber wir gehen wirklich jetzt erstmal nach links gleich. Drin sein. Richtig. Alexis, das wissen wir jetzt auch. Ich probiere einfach mal wieder. Das sieht gut aus. Ein bisschen beiseite gehen, damit uns die Explosion nicht wieder schadet. Uiuiui. Und das war gleich ein Kopfgeld-Punkt wert. Sage ich jetzt einfach mal. So, dann gehen wir mal hoch und befreien. Zumindest versuchen auf jeden Fall den ersten zu befreien. Ich weiß nicht, hier gelingt das ja nicht immer. Ja, aus der Vergangenheit leider schon oft gelernt haben. Okay, also die waren ein bisschen zu stark. Ich gebe es ja zu. Ein bisschen ausweichen und dann passt das auch schon. Irgendjemand streut hier Gift. Das ist nicht nett, Leute. Ist hier jetzt irgendjemand geflohen?
Ich hoffe, das war der Sohn. Das reimt sich sogar, glaube ich. Ja, er ist geflohen. Er ist tatsächlich, hier zumindest steht eins von zwei, das war der Sohn, der gerade die Beine in die Hand genommen hat, was sehr, sehr vernünftig ist. Ist ja irgendein dämlicher Hund, ey. Ach so, jetzt denkt derjenige, der wäre da oben noch viel geiler. Ja, Hund, warte mal kurz. So, jetzt bring ich dich um, Scheiß-Spinner. Warum müsst ihr mich jedes Mal angreifen? Ich will ja den Tieren nichts anhaben, aber ich muss ja. Wieso geht das Silo jetzt? Ne, hops. Genießt du das Schauspiel, Ares? Was, Ares? Irgendwie scheint das Silo hier nicht zu funken. Ach, jetzt sehe ich es, wie es brennt. Oder doch nicht? Okay, ich frage mich, wieso das Silo jetzt nicht hier kaputt geht. Es kommt zumindest Rauch auf. Jetzt. Haben wir es geschafft. Kann man da reinklettern? Nein. Ich glaube, das ist jetzt nur so als Design. Sag ich jetzt mal. So, der erste Schatz, den wir gefunden haben, auch wieder eine schöne Ausrüstung. Leider Gottes. Für meine Stufe nicht geeignet. Icarus ist ziemlich blind. Also hier gibt es jetzt nichts weiter. Da müssen wir jetzt wirklich zum anderen Abteil des Hofes, sage ich jetzt mal. Keine Ahnung. Und holen den zweiten Sohn. Also die haben sie wirklich fein säuberlich getrennt, damit die keine Absprachen halten können. Wahrscheinlich. So, wir sind jetzt so gut wie da. Und versuchen natürlich erstmal mit Icarus die Lage komplett zu checken. Also der letzte Schatz ist genau da. Und da ist noch ein Silo dann. Okay, das müssen wir auch noch in die Luft jagen. Da, okay. Also das müssten jetzt alle Feinde, glaube ich, gewesen sein. Ach, schade. Ihr seht jetzt, Icarus macht Schaden. Das ist tatsächlich ein Ergebnis meiner Aussichtspunkte-Sucherei und Sonnenheil. Das kann ja nämlich sonst im normalen Zustand nicht. Der bleibt aber ganz cool dafür, dass er brennt. Der Witz daran, dass ich hier Pfeile schieße, damit ihr brennt. Oh Gott, nein! Nein! Fuck! Jetzt bin ich gespannt, wo es mich rauswirft. Also ich habe jetzt, ich muss wieder ehrlich sein, meinen Lebensbalken habe ich tatsächlich nicht im Auge gehabt. Und das ging jetzt echt relativ schnell. Oh, fuck. Das sind immer die Momente, wo man denkt, oh, warum guckst du ein bisschen mehr auf deinen scheiß Lebensbalken, ne? Also man denkt dann so, ach, naja, gut, hier gucke mal, das ist ja schon fast geschafft, ne? Das geht ja ganz, ganz schnell. Ein bisschen tothauen hier und dann hast du einen anderen Sohn befreit, fertig ist die Laube. Und dann guckt man gar nicht mehr auf diesen blöden Lebensbalken. Jetzt bin ich gespannt, wo das man sind. Das müsste der Hof sein. Scheiße, also wir müssen nochmal komplett von vorne machen. Fuck.
Also es tut mir echt leid. Puh, also die für euch, die ihr jetzt gerade zuguckt und so sagt, oh, ich wollte doch gucken, wie das funktioniert und der fängt ja jedes Mal von neuem an, sorry. Diese Mastex-Bäume weinen. Wie Tränen von Chios nennt man das. Das ist natürlich echt bitter. Aber richtig bitter. Aber das kommt davon. Wenn man nicht auf den Lebensbalken einer guckt, der Söhne sollte hier muss ja irgendeine Strafe geben. Ich kann es ja auch nachvollziehen. Scheiße. Also, wir müssen jetzt nochmal leider Gottes das, was wir jetzt die ganze Zeit gemacht haben mit diesen Höfen, das müssen wir jetzt komplett nochmal neu machen. Ich versuche mich zu beeilen. Hier sind aber keine Wachen mehr. Anscheinend hat es die Wachen gar nicht mehr mit reingemacht. Was ja natürlich für mich zum Vorteil ist. Also müssen wir nicht nochmal wirklich komplett machen. Kommt das da oben? Also irgendwie an dem Silo scheint hier irgendwas komisch zu sein. Hat ja vor uns sofort auch nicht gleich gezündet. Oh, jetzt sieht es grau aus da. Oh, das ist der erste Sohn, den sehen wir jetzt nochmal richtig. Lauf, was? Befrei deinen Bruder? Nee, lieber nicht, das mache ich. Nicht, dass er stirbt und dann... Nee, du hast gesagt, dass der Bruder dingsen soll und deswegen ist er gestorben. Und ich so, naja... das war so ein Reflex. So. Was will mir Icarus zeigen? Ach, ein Schatz. Ja, du, Icarus, das ist jetzt nicht so meins. Wir gehen erstmal jetzt hier zum anderen Silo. Also jetzt keine Wachen plötzlich da gewesen. Das ist für mich natürlich super. So, und da oben bin ich gestorben. Da müssen wir jetzt also nochmal hin. Der Sohn muss da drin sein. Aber es ging auf jeden Fall schon mal schneller. Fuck. Ach, hier. Ja, natürlich. Ich bin voll vorbeigekommen. Explodierst du? Ja. Gottes Willen. Man sieht das manchmal gar nicht, ob das wirklich gleich explodiert, ne? Und dann steht man da mit langem Haar und plötzlich kommen die Steine entgegen, ne? Das brennt auf jeden Fall. Ach, jetzt gibt es hier so einen Kreis. Alter, das habe ich bisher auch noch nie gesehen, glaube ich. Interessant. So, jetzt gehen wir nochmal hoch. Zweiter Bauernhof. Diesmal werden wir es schaffen. Diesmal werde ich ein bisschen meinen Lebensbalken im Auge behalten. So, also wieder genug Wachen hier. Alle auf einen Fleck, was sehr merkwürdig ist. Na gut, fast alle. Also hier sind wahrscheinlich die größeren Macker unterwegs. Puh, also müssen wir ein bisschen aufpassen. Alle auf dem Fleck. Also das schreit förmlich von meiner Superattacke. Du, gib mir deine Drachen. Nee, das war nicht meine Superattacke. Das ist dein Ende. Schade. Ich weiß gar nicht mehr, wie die funktioniert hat. Ach, fuck. Da müssen wir mal kurz gucken. Ich hatte hier so eine geile Fähigkeit. Hochleistungsschuss L2 und R1. Ach. Okay. Nee, das, ach so, ich habe zu wenig Adrenalin. Naja, das ist natürlich kacke. Den wollte ich eigentlich machen. Aber jetzt bringt der ja auch nicht mehr viel.
Immer schön auf den Kopf. Das macht natürlich am meisten Schaden. Was hat der denn hier für Gegenstände? Oh, auch eine gute Rüstung. So. Gehen wir mal den letzten befreien. Diesmal haben wir es geschafft. Ja. Nochmal die Blöße konnte ich mir jetzt auch nicht geben. Nichts mit Angriff. Ich greife hier an. Einzige, der hier angreift, bin ich. Oh, auch wieder eine gute. Mensch, Scanner, ich muss echt steigen. So, komm raus. Verpiss dich. Du bist frei. Lauf zurück zu deiner Mutter. Du bist frei. Lauf zurück zu deiner Mutter. Das wird auch gleich explodieren. Gut. Damit hätten wir den Ort abgeschlossen. Alles wunderbar. Das war der Mastix Bauernhof. Ja, die Mission hat ein bisschen länger gedauert, da ich gestorben bin, aber alles ist doch wieder gut gewesen. Wir werden jetzt schnell reisen. Ja, es war meine Schuld. Das habe ich manchmal, dass ich ein bisschen übermütig werde, so langsam im Laufe der Zeit und dann so denke, naja. Jetzt brauchst du ja nicht mehr so krass auf den Lebensbalken gucken. Tja. Falsch gedacht. Es braucht rein theoretisch bloß einer kommen, der so mal ein bisschen stärker ist als die anderen und dann auch noch schnell ist. Und dann ist mein Lebensbalken weg. So geht das. Gut, wir kehren jetzt natürlich zur Frau zurück und ja, die wird ja jetzt mitbekommen haben, dass die Söhne wieder da sind, es sei denn, die haben sich verlaufen und ich kann sie dann nochmal suchen, aber ich denke mal, die werden so intelligent genug sein, um den richtigen Weg zur Mutter zu finden. Ja, die freut sich, die macht Freundsprünge auf jeden Fall, super. Mission erledigt, würde ich sagen. Können wir uns wieder auf die Schulter klopfen. Nach dem Ladebildschirm. Nach einem ganz schön sehr langen Ladebildschirm. Was ist denn hier los? Wir wollen bloß abschließen und ich brauche... Deine Söhne sind wohlbehalten zurückgekehrt und die Banditen werden euch nie wieder belästigen. Der Hof gehört euch, sofern ihr ihn wollt. Gepriesen sei Athena. Meine Söhne sind unversehrt. Vielen Dank, Söldner. Ja, die hat es aufs Wesentliche gebracht. Das war eine Quest namens Eine Geiselnahme.